Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem erneuten Live-Commentary auf meinem Kanal. So sieht es aus, meine Freunde. Heute ist es mal Uncharted 2. Warum Uncharted 2? Ganz einfach, Uncharted 3 hat mich gerade so krass aufgeregt, wie ihr vielleicht im letzten Video jetzt gesehen haben solltet, dass ich einfach, erstmal bin ich runtergegangen, habe mein WLAN-Gerät neu gestartet, weil das einen kleinen Krüppel hatte, also ein, keine Ahnung, was es hatte. Ich bin hier, ich habe Uncharted 2 angemacht und bin so gejoint im Spiel und ich konnte ganz halt nur auf der Stelle laufen, so ein krasses Internet hatte ich. Und auf einmal war ich den tot, dann habe ich angefangen zu schießen, hatte auf einmal 2 Kills und dann war ich wieder tot. Also das hat mich ein bisschen überfordert. Aber naja, jetzt ist es das erste Uncharted 2 Commentary auf meinem Kanal. Finde ich eigentlich ganz nice, Live-Commentary. Und ja, wir spielen heute auf das Dorf. Die Gegner sind ja gegenüber zu meinem Level, da seht ihr, 2. Ich bin Level 12, jetzt zweites in der linken grünen Hälfte. Jo, hab schon ein bisschen gezockt, aber halt nicht viel. Eigentlich wollte ich mit euch zusammen anfangen, aber dann war ich wieder ein bisschen zu dämlich aufzunehmen. Natürlich, das kennt man schon, das Gelabere. Und ja, deswegen bin ich jetzt schon Level 12. Ja, es wär, würde mich sogar noch ja, sehr herzlich freuen, wenn es auch irgendwann mal starten würde. Denn eigentlich ist das Dorf eine geile Map und ich möchte jetzt ja eigentlich nicht irgendwie... Okay, jetzt geht's ab, meine Freunde. Nochmal, ich könnte noch ein bisschen was zu Uncharted 2, beziehungsweise zu dem Prinzip erklären. Es ist an Uncharted 2 einfach so, dass ihr nur Waffen aufheben könnt und nicht euch gleich zum Anfang eine aussuchen. Und ja, es gibt zwar keinen Medaillenrückstoß, also nicht dieser Hämmer, mit der ich immer rumlaufe. Beziehungsweise ist das halt kein Medaillenrückstoß, die liegt hier einfach rum. Wie die ganzen anderen Waffen, wie ich schon gesagt habe. Und ja, das Geile ist, hier gibt es einen Sniper, das Drazas Dragon, und das killt mit One Hit, also mit einem Schuss. Und nicht so wie in Uncharted 3 mit 2. Ich finde, die haben das damals auch ziemlich verkrüppelt, das schöne Sniper, nachdem sie das mit 2 Schüssen gemacht haben. An sich gefällt mir wirklich Uncharted 2 mehr als Uncharted 3. Warum fragst du andere? Alter Feind, das ist ein älteres Spiel, was geht mit dir? Ganz einfach. Ich finde es einfach, sieht meiner Meinung nach schöner aus. Lol, wieso stirbt er denn nicht? Klar, Meinungen teilen sich, aber es sieht meiner Meinung nach halt schöner aus. Und ich finde es einfach ganz cool, dass nicht jeder hier mit irgendwelchen Kickbacks rumrennt oder so. Das finde ich eigentlich noch ganz nice daran. Und ja, mir gefällt einfach die Optik und so. Klar, es gibt auch den... War das hinter mir Gegner? Ja, ach so. Es gibt auch den einen oder anderen Nachteil meiner Meinung nach, zum Beispiel das mit dem Schlagen. Ihr müsst die Schlagbewegung halt ausführen, zu 100% guckt so und könnt euch nicht abrollen wie in Uncharted 3. Das finde ich ein bisschen doof, weil dadurch, da ich ja wirklich eigentlich so eher wasche und wirklich halt auf Geschwindigkeit mehr spiele, finde ich das ein bisschen doof irgendwie. Leute, der hat mich aber schnell getötet, weil ihr halt nicht so die Chance habt, durch die Gegner durchzurushen halt. Finde ich ein bisschen doof, aber naja. Kann man trotzdem, glaube ich, verkraften. In Uncharted 2 bin ich jetzt noch nicht so gut, weil ich das Spiel halt noch nicht so oft gespielt habe. Richtig geil finde ich auch hier die Pistole. Sie ist nämlich sehr, sehr stark. Gegenüber zu Uncharted 3 ist das halt so. Ich glaube, sie killt mit 7 Schuss ungefähr. Glaube ich. 7 normalen Treffer killt sie. Und hier killt sie mit 3 bis 4, meine ich. Glaube ich. Also, so wie ich das jetzt aus meinen Erfahrungen kenne. Ich kenne das Spiel jetzt noch nicht so gut. Aber so wie ich das jetzt gemerkt habe, meint, das ist übrigens ja meine Lieblingswaffe. Warum? Ist einfach so, dass hier alle Waffen ein bisschen stärker sind. Merkt ihr auch an AK und so. Und ich finde es halt geil, sie schießt schneller als die AK und bleibt präziser als die AK. Und das finde ich sind zwei ja, sehr wichtige Faktoren für eine Waffe, meiner Meinung nach. Im Game. Guckt euch an, wie die abgeht. Den da oben vielleicht auch noch. Oh Gott, von hinten wieder. Ja, um die Wand, ne? Um den Baum schießt nämlich ab. Ja, die Skins habe ich noch nicht ganz verstanden, denn hier sehen viele Leute irgendwie anders aus. Wie ihr sehen könnt, ich bin hier der Fette. Warum ich den Fetten genommen habe? Ganz einfach, ich dachte einfach zum Anfang, dass der dadurch mehr Schlagschaden macht. Was aber, ja, wohl ein Irrtum war. Das Sniper kannst du mir gleich überlassen, mein Freund. Lol, das war immer wieder schlecht. Boah, ich bin so ein Bob manchmal, ne? Ja, wie gesagt, Sniper killt One Shot oder One Hit. Aber ja, wenn man es nicht kann, sollte man auch snipern lassen. Also ich
sollte es, glaube ich, auch eher lassen, weil ich jetzt in jedem Spiel halt eher so ein Sniper-Bob bin. LOL. Ja, das war halt auch ein Sniper, wie ihr gesehen habt. Einfach peng, weg bist du. Aber ich bin sowieso in Uncharted 2, Leute, was... Da könnt ihr leider noch nicht so viel von mir verlangen. Ich spiele dieses Spiel jetzt wirklich heute zum zweiten Mal. Und ja, da kann ich noch nicht so gut sein wie in Uncharted 3. Wo ich in Uncharted 3 ja letzte Runde auch extrem schlecht war. Ja, okay, geklaut. Wieder nicht gekriegt, natürlich. Ich stirbe einfach. Hier verschieße ich sogar zwei Schuss für die Hämmer. Von der Hämmer. Weil einfach ich hier noch nicht genau weiß, wie die Gegner funktionieren und ob die wieder richtig aufstehen können, nachdem ich sie angeschossen habe und so. Da weiß ich halt noch nicht so Bescheid drüber. Und ja, nochmal was ganz kurz zu der manchmal gestellten Frage, ob man mich adden kann. Ihr könnt mich alle gerne adden. Eine Voraussetzung habe ich allerdings, dass ihr meine Abonnenten seid. Aber ja, das denke ich. Wow, bitte nicht. Och, Mann, oh. Das denke ich, kann man sich irgendwie denken, weil meine Liste ist schon fast voll und da gehen mal, also Wildfremde will ich da eigentlich nicht annehmen. Das ist, weil dieser Kanal ist ja eigentlich auch nur für euch, also für euch, meine lieben Zuschauer. Jetzt hör doch mal bitte auf, immer auf mich zu schießen. Hast du eigentlich nichts Besseres zu tun, jetzt durch die Welt zu laufen, ja, und dann auf mich zu schießen? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist übrigens eine sehr, sehr gute Waffe, finde ich. Also, die gefällt mir auch ziemlich gut. Ja, nicht sehr viele Waffen in Uncharted 2, weil sie halt alle, sie haben so noch richtige Kraft hinter, wisst ihr? Ich finde es einfach krass, wenn ich das mit Uncharted 3 vergleiche, meine Grammatik hier wieder am Arsch, muss ich sagen, das sind alles nur Spielzeugwaffen gegenüber zu hier. Guckt euch das schon mal die Schussfrequenz an, die richtig diesen Rückschlag, ey. Ich finde, das sieht einfach besser aus. Schreibt mal dazu bitte eure Meinung in die Kommentare, ob ihr das auch so seht, dass Uncharted 2 besser aussieht als Uncharted 3 und das meiner Meinung nach sieht halt auch ja wirklich mehr nach Konzept aus. Das finde ich das Spiel einfach besser. Es ist so, klar, ich bin noch schlecht, aber vielleicht werde ich ja irgendwann nochmal gut und dann ja, werde ich das glaube ich fast mehr zocken. Seid denn ihr möchtet natürlich mehr Uncharted 3 sehen. Das lasse ich dann wie immer euch entscheiden. Lol, und hier die Runde ist gleich zu Ende. Warte mal, wir beenden die Runde kurz. Miau, Mama! Naja, ihr Lieben, 12 zu 6 ist eine Zweierquote. Dafür, dass ich die Spiele eigentlich nicht beherrsche, bedanke ich mich wie immer fürs Einschalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Uncharted 2 Live Commentary. Haut rein, euer Final P. Bis zum nächsten Mal und tschüss.